Manchmal möchte man abtauchen, verschwinden, unsichtbar sein. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Aber man kann nicht ewig die Luft anhalten. Irgendwann muss man wieder an die Oberfläche. Mama! Scheiße! Da draußen hängt ein Schild, oder? Besetzt! Ja, ich komme zu spät! Keine Panik. Ich fahre dich gleich. Reichst du mir mal den Bademantel? Hey, das ist mein Bad! Falsch mit Soße und Nüschel ins Innen putzen. Wer von euch hat das Bild kaputt gemacht? Du. In einer Viertelstunde ist Abfahrt. Und ich muss wieder zur Schule laufen, oder was? Erraten. Sag mal, gibt's hier irgendwas umsonst? Fährst du mich zur Schule, Opa? Ja, klar. Ja, ohne Führerschein, nee. Sind doch nur 500 Meter. Eben! Boah, steh gleich durch raus! Wenn man an der Oberfläche wieder angekommen ist, muss man schwimmen. Und zusehen, dass man das Ufer erreicht. Und wenn man dann angekommen ist und feststellt, dass man auf einer Insel gelandet ist, hofft man, dass es keine einsame ist. Ach komm schon, Pam. So schlimm ist Stuttgart auch nicht, dass du die ganze Zeit so eine Laune haben musst. Du verstehst mich doch eh nicht. Steig da vorne aus. Bis zur Schule ist es aber noch ein Stück. Und in diesen Pams-Pam muss ich mir dein Gelaber wenigstens nicht länger anhören. Na gut, einsame Inseln können auch Vorteile haben. Judith Taller, 9 Jahre alt, etwa 35 Kilo, schwere perforierende Thoraxverletzung. Sie war bei unserem Eintreffen zwar kaum ansprechbar, hat aber gut geatmet. Sättigung 96%. Hat mich bei der GCS vom neuen GG-Intubation entschieden. Was ist passiert? Sie ist auf dem Schulweg über Vorgärtezäune balanciert und in eine Metallspitze gestürzt. Ich dachte, so ein Quatsch machen nur Jungs. So ist das mit den Vorurteilen. 1, 2, 3. Vorsicht. Intubieren. Das sieht ja nach einer fulminanten Lungenblutung aus. CT und dann geht die Kleine direkt in den OP. Und sagen Sie Dr. Lang Bescheid, ich will ihn dabei haben. Bauchtuch. Nur Blut, 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 Blut. Kupfer. Die Zahnspitze hat die Vena Cava verletzt. Bauchtuch, bitte. War mir da noch Nase weiß? Sehe ich selber. Saugen. Tupfer. Wie ist das, wenn die Kleinen so hinaus wollen? Nun, Tupfer. Ich stehe für gewöhnlich mit beiden Füßen fest auf dem Boden, Dr. Lang. Tupfer? Das Mädchen. Ich habe die Kleine gemeint. Kleine? Tupfer? Noch eine. Sind die Konserven jetzt da? Wir können gleich loslegen. Valerie, Frau Haller, keine Blutkonserven. Der Druck fällt und der HB ist nur noch bei 6. Das Mädchen hat wahnsinnig viel Blut verloren und die Blutung steht noch nicht. Wir haben gar keine andere Wahl. Die Eltern verweigern ihre Zustimmung. Nur noch 55 zu 30. Wir brauchen nur Adrenalin. Wenn das so weitergeht, müssen wir reanimieren. Was machen wir jetzt? Ihre Patientin. She's a big, big girl in a beautiful world. Das sind Judiths Eltern, Herr und Frau Taller. Frau Dr. Klein. In Gottes Garten ist Platz für alle Lebewesen. Bitte? Dr. Klein führt den Eingriff durch. Die Zaunspitze ist tief eingedrungen und hat die Lunge verletzt. Judith hat sehr viel Blut verloren. Die Blutung steht noch nicht.
Wir beten für unsere Tochter Judith. Das wird nicht reichen. Was Dr. Klein Ihnen sagen will, wenn wir nicht transportieren, besteht die Gefahr, dass Judiths Kreislauf zusammenbricht. Wir gehören den Verkündern des Lichts an. Unser Glaube erlaubt uns kein fremdes Blut, da gibt's auch keine Ausnahmen. Begreifen Sie nicht? Ihre Tochter wird möglicherweise sterben, wenn... Wenn das der Wille unseres Herrn ist. Sie würde das sicherlich genauso sehen. Die Eltern stimmen einer Bluttransfusion nicht zu. Haben Sie Ihnen die Situation klargemacht? Eine Transfusion bleibt das letzte Mittel. Wir können die religiöse Überzeugung der Eltern nicht einfach ignorieren. Das habe ich Ihrem Kollegen gerade schon erzählt. Es geht um das Sorgerecht. Beziehungsweise die Einsetzung eines Betreuers für ein 9-jähriges Mädchen. Die Eltern gehören den Verkündern des Lichts an. Ja, die Situation ist lebensbedrohlich. Herr, das Leben unseres einzigen geliebten Kindes liegt nun in deiner Hand. Wir bitten dich, nimm und behüte Judith. Die Halsvenen sind kollabiert. Es ist null Volumen mehr da. Ich kann gar nicht so viel Flüssigkeit reinschütten, wie es bei euch unten wieder rausläuft. Wir bräuchten einmal eine Entscheidung von der leitenden Oberärztin. Fangen Sie mit der Bluttransfusion an. Judith hat den Eingriff sehr gut überstanden. Sie liegt jetzt auf der Intensivstation. Unsere Gebete wurden erhört. Das Amtsgericht hat auf unseren Antrag hin einen Betreuer für Judith angesetzt, der für alle Entscheidungen ihre medizinische Versorgung betreffend die Verantwortung trägt. Das ist in einem derartigen Fall das übliche Prozedere. Warum haben Sie... Wir mussten Ihrer Tochter Blutkonserven geben. Gegen unseren Glauben? Erst als es keine andere Möglichkeit mehr gab. Die Transfusion war aus medizinischer Sicht letztlich absolut unvermeidbar. Die Kleine hätte den Eingriff sonst nicht überlebt. Wenn ein Geschöpf des Herrn fremdes Blut bekommt, dann stirbt seine Seele. Wir sind Ärzte und allein nicht dem Wohl unserer Patienten verpflichtet. Das ist das höchste Gut, an das wir glauben. Dem Wohl? Sie haben diesem Kind den Weg in unsere Welt versperrt. Und die Tür zum Paradies. Wo auch immer die ist. Sie werden sie niemals finden. Damit muss ich wohl leben. Ich bringe sie jetzt zu ihrer Tochter. Wir haben keine Tochter mehr. Sie haben sie uns genommen. Sie können Judith in dieser Situation nicht allein lassen. Oh Gott. Auf den bin ich gerade nicht besonders gut zu sprechen. Dr. Lang hat gesagt, du hast die Transfusion ohne Beschluss gegeben. Das hat er gesagt. Sieh mal an. Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Doch wohl zu Recht, oder? Bei solchen Eltern braucht man keine Feinde mehr. Bei Kollegen wie Ihnen auch nicht. Bitte? Sie waren bei Professor Eisner zum Rapport? Nein, war ich nicht. Aber er ist der Chef und wenn er fragt, kriegt er eine Antwort. Das Mädchen ist ohne die Eltern besser dran. Schön, dass für Sie immer alles so klar und eindeutig ist. Ja, dafür braucht man einen gewissen Überblick. So, der Blinddarm auf der 14 braucht dann noch was gegen die Schmerzen. Nach dem Essen. Schwester Nanni, kommen Sie mal her.
Männer, die wirklich was von einem wollen. Die schenken einem Blumen, die gehen mit einem ins Kino oder die laden einen zumindest zum Essen ein. Wer sagt denn, dass ich das will? Ärzte wie Dr. Lang nutzen einen nur aus. Und wer sagt, dass ich das nicht will? Ach so, ja klar. Dann sagen wir mal so, ich dulde keine Techtelmechtel in meiner Klinik. Danke dir. Sag mal, was sind das für Eltern, die ihr Kind verstoßen haben? Verstrahlte Sektierer. Verkünder des Lichts. Für dich. Oh, heute mit Trinkgeld? Von uns beiden. Danke schön. Hey, Chef. Ja. Wohin mit dem Feier? Vorne auf dem Tresen, ich komme gleich. Also, danke. Ciao. Danke. Macht's gut. Ciao. Danke. So. Oh. Also, meinetwegen können wir jetzt gehen. Zeit. Guten Appetit. Danke. Du wirst dich schon noch an ihn gewöhnen. Machst du Tagesgericht? Patrick, bis heute Abend. Wenn ich bis dahin mit dem Chaos hier durch bin, hab morgen eine geschlossene Gesellschaft. Ciao. Das ist fast wie bei mir zu Hause. Unser Angebot steht noch. Patrick und ich kommen gern bei euch vorbei zum Auspacken und Einrichten. Oh, du. Meine Männer machen das schon. Deine Männer. Ich habe nur einen. Ja, da hoch. Ja. Alter. Oh. Wie hieß denn Valeries Freund noch mal? Wieso was? Der vor dir. Weiß ich nicht. Ja, der hätte das mir links hätte der das aufgehängt. Der ist ja Unfallchirurg geworden. Ja, natürlich was ganz anderes, klar, logisch. Ja, man tut was Sinnvolles, man verdient Geld. Ja, genau. Los, jetzt mach doch mal die Schraube hier. Wenn wir das jetzt bitte mal hier wieder. Mach die Schraube wenn wir das geklärt hätten, lass uns doch. Peter. Peter. Peter, keine Scheiße, Mann, Peter! Wagner? Wagner, habe ich gesagt. Nein, meine Töchter heißen Valerie und Caroline. Ja, da haben Sie sich wohl verwählt. Peter! Mann! Jedenfalls schulde ich meiner Patentochter einen Shoppingbummel. Das vergisst sie nicht, Pam ist eine Frau. Wie läuft's in der Schule? Na ja, so. Es entwickelt sich. Ich mach mir da keine Sorgen. Klein? Ich muss mal ganz kurz mit. Ja, ich bin noch dran. Ja, genau. Ich bin der Vater, ja. Richtig. Ich würde Sie gerne noch mal eine Nacht zur Beobachtung hier behalten. Sicherheit. Valerie, wo ist sie? Wer? Pam. Die Schule hat mich angerufen, dass sie sie hergebracht haben. Schlägerei. Pam wurde verprügelt? Nicht sie. Frau Doktor? Alma Reitmeier. Sie hat von der Schulkameradin eins auf die Nase bekommen. Beim Röntgen war sie schon. Was ist mit Pam? Das andere Mädchen. Der ist nicht viel passiert. Professor Eisner kümmert sich um sie. Oh, ein Glück. Pam ist unsere Tochter. Ah, da, ja. Dann sind Sie. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was? Naja, kleiner Topf, großer Deckel, das, Sie wissen schon. Passt irgendwie nicht so ganz zu. Entschuldigung, ich, Und Sie sind wirklich Ärztin. Kein Scheiß. Wie ist denn das passiert? Dieses Mistchick ist einfach auf mich los und haut mir volle Kanne ins Gesicht. Ohne Grund? Ja, total durchgeknallt. Außenseiterin, Opfer. Oh, das Opfer bist in dem Fall ja wohl eher du. Nee, niemand will was mit der zu tun haben. Keiner kann die leiden. Asozialer Freak. Au! Oh,
habe ich dir wehgetan? Ja. Entschuldigung. Gebrochen ist nichts. Reitmeier, wir suchen unsere tote Alma. Ja, sie wurde von einer Mitschülerin zusammengeschlagen. Sie ist noch im Behandlungsraum. Am besten, Sie warten hier. Ja, dauert es lang? Ich gehe mal nachfragen. Das Mädchen, das die Alma verprügelt hat, ist neu. Die kommt aus Frankfurt, naja. Wahrscheinlich aus einem sozial schwierigen Umfeld. Ich habe gerade erst einen Artikel darüber gelesen, was in Frankfurter Schulen los ist. Eine Brutstätte der Gewalt. Was gibt's da zu lachen? Entschuldigung. Frankfurt ist nicht die Bronx, obwohl die Bronx auch nicht mehr wirklich die Bronx ist, ne? Mhm. Waren Sie schon mal auf einer Frankfurter Schule? Also bei Frankfurter Schule, da muss ich unwillkürlich an Adorno und Horkheimer und Habermas denken. Tut mir leid. Ach. Ach ja, wie siehst du denn aus? Ach, mein Schatz. Keine schwerwiegende Verletzung. In ein paar Tagen, da ist alles vergessen. Ganz sicher nicht. Oh, komm, mein Schatz. Wir bringen dich rein. So, es ist nur eine leichte Prellung. Von dir hätte ich jetzt gerne eine Erklärung. Unsere Tochter stammt übrigens aus einem sozial schwierigen Umfeld. Meine Hand ist übrigens noch dran, ne? Pam, warte mal, so geht das nicht. Hey. Diese Alma hat Pam das Handy weggenommen und ihre SMS vorgelesen. Von Freunden aus Frankfurt. Es ging wohl auch um ihren Ex und dessen neue Flamme, verstehst du? Das ist doch lange kein Grund, oder? Wir haben uns als Kinder auch geschlagen. Du hast dich geschlagen? Ich war immer gut in Form. Hajo! Weiß ich, woher ihre Tochter das hat. Ja, sie hat ja gerade erst mit dem Boxen begonnen. Wenn ich mich wehren will, dann beiß ich eher in die Wade. Muss ich Dr. Lang aber vorsehen. So oder so. Und? Ja, weiß ich nicht schon, Sima. Alles gut. Ja? Ja, man soll ja ganz gut aussehen sein, sagt man. Dr. Klein? Was gibt es? Die Oberschwester hat gesagt, dass die... Dr. Müller? Ja. Judith Thaler, die ist wach. Ah, ich komme. Na? Hi. Unsere kleine Patientin ist stabil. Haben Sie ihr schon gesagt? Nein. Wie komme ich dazu? Also, es geht um deine Eltern. Wir... Würden Sie mich bitte mit Judith allein lassen? Ich bin Dr. Klein. Ich habe dich operiert. Mama hat gesagt, dass ich nicht auf diese Zäune klettern darf. Ich war ungehorsam. Dafür hat mich der Herr bestraft. Es war ein Unfall. Es ist alles durch den Herrn vorbestimmt. Aber er wirft dich doch nicht vom Zaun in eine Metallspitze, nur weil du nicht darauf herumklettern sollst. Ich glaube eher, er hat über dich gewacht und auf dich aufgepasst. Das Ganze hätte viel schlimmer ausgehen können. Du hast bei dem Unfall sehr viel Blut verloren. Und wir waren gezwungen, dir Blutkonserven zu geben. Weißt du, was das bedeutet? Ich habe nun keine Seele mehr. Aber das würdest du doch merken, oder? Und? Glaub mir, deine Seele ist noch da. Aber deine Eltern sind wegen der Transfusion sehr besorgt und durcheinander. Ich glaube, sie brauchen noch ein bisschen Zeit, damit klarzukommen. So lange passen wir hier auf dich auf und sehen zu, dass du wieder auf die Beine kommst. Hm?
Chorprobe soll gleich anfangen. Ja, ja. Sie ist alleine, Luise. Wenn es jetzt noch eine andere Möglichkeit gibt. Welche denn? Ich weiß es nicht. Das sind die Gesetze unseres Glaubens. Unverrückbar. Talla. Dr. Klein, bitte legen Sie nicht gleich auf. Judith ist wach. Es geht ihr gut. Es wäre schön, wenn Sie vorbeikommen könnten. Das wäre sicher gut für Sie und den Heilungsprozess. Herr Thaler? Ja, wie Sie wollen. Judith hat nichts zum Anziehen hier. Keine Spielsachen, Stofftiere, CDs. Bringen Sie wenigstens so etwas. Es wäre vielleicht ein Anfang. Schwere Prüfung, Luise. Schwere Prüfung. Herr Professor? Ist Ihrem, Herrn Keller eigentlich klar, was das für eine Sekte ist? Ja? Na, das ist seine Angelegenheit. Ja, klar. Schönen Feierabend. Schon frei? Mhm. Gehen wir was trinken? Ich hab noch Dienst. Später? Zu Ihnen oder zu mir? Na, wenn Sie mich so fragen. Noch nicht mal, wenn Sie der einzige Mann auf dieser Welt wären. Warum schon wieder so kratzbürstig? Weil Sie es nicht anders begreifen. Was hast du denn da? Die Verkünder des Lichts bei Patrick? Geschenk? Für mich? Boah! Na, für die Königin des Faustkampfs! Ich will auch welche! Ganz toll, Schwägerin. Pädagogisch herausragend. Du hättest dich ruhig mal bei anderen entschuldigen können. Never ever. Jetzt hau drauf. Ja, fester. Ja, fester. Guten Tag. Wir würden gerne... Ein Unfall. Bringen Sie die kleine Patientin sofort in die Notaufnahme. Sie? Ja, genau. Ich, ja. Also, ich find's gut, wenn ihr beiden das unter euch klären würdet. Tut's wieder weh, Pippi? Also, Alma ist ein sehr feinsinniger Mensch. Gewalt kennt sie nicht. Anders als Pamela. Ich heiße Pam. Ein derartiger Akt der Gewalt kann schwerwiegende Folgen haben. Posttraumatische Belastungsstörungen. Ach, Sie sind Arzt, ja? Psychologe? Nein. Anwalt. Ah. Guten Abend, Familie. Oh, Besuch. Das ist meine Frau, Herr und Frau Reitmeier, Almas Eltern. Das wird hier immer besser. Beide Eltern geben sich nicht zu erkennen. Also mir wird jetzt einiges klar. Was bitte, wenn ich fragen darf? Also, Inklusion ist ja ein schwieriges Thema, was uns alle betrifft. Und ich habe gehört, dass gerade Co-Abhängige... Co-Abhängige? Nein, das ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ich meine, Kinder zum Beispiel von, sagen wir mal, körperlich benachteiligten Menschen, dass die eine Wut aufbauen, Aggressionen entwickeln, was natürlich... Grenzenlose Dummheit, ja, das ist auch eine Art von Behinderung. Also bedrohen lassen muss ich mich nicht. Das war überhaupt nicht gemeint. Haben wir doch. Das wird ein Nachspiel haben. Pippi? Zack, zack. Was? Was? Das König. Bravo. Ja klar, jetzt bin ich wieder schuld. Was mit Mama? Du hättest die Sache längst selbst aus der Welt schaffen können. Püppi. Boah! Na, habt ihr den ordentlich auf die 12 gegeben? Ja! Wusstest du eigentlich, dass wir beide Co-Abhängige sind? Aha.
Hallo? Hallo. Oh, hast du was gekocht? Grüß dich. Ja. Was ist denn das für eine Veranstaltung morgen Abend in deinem Restaurant? Irgendeine Gruppe. Oh, Hühnchen. Was denn für eine Gruppe? Ist das Zitronenhühnchen? Patrick? Ja, also, ihr Gemeindehaus hat einen Wasserschaden und da tagen sie eben bei mir. Ich kann mir meine Kundschaft halt nicht aussuchen, aber das kannst du ja auch nicht. Ich behandle Kinder. Ja, letzten Monat war nicht so viel los bei mir. Ich bin auf das Geld angewiesen. Aber was ist denn los? Hast du heute wieder deinen politischen, oder was? Was soll das denn jetzt heißen? Wie wär's denn mit ein bisschen Toleranz? Für die Schwulenrechte stehst du doch auch immer ein. Minderheiten sind Minderheiten. Ja, Nazis sind auch Minderheiten. Ja, ich richte aber nicht den Reichsparteitag aus. Patrick, das sind Leute, die ihre Kinder auf die Straße setzen, weil wir ihnen mit Bluttransfusion das Leben retten. Du bist doch sonst ein Kinderfreund. Oh Mann, ey, darauf habe ich echt keine Lust. Wo willst du denn hin? Ach, raus, frische Luft. Wegrennen ist doch auch keine Lösung. Ich gehe nicht in die Schule. Ich habe hier Hausarrest. Du machst es nicht besser, wenn du heute zu Hause bleibst. Darum geht es dir doch nur. Du hast mich gezwungen, nach Stuttgart zu ziehen. Du! Pam, reiß dich zusammen. Oh, hau ab! Ich hasse dich! Sonne gelaufen. Sie wollen mir helfen, das ist aber nett. Mittagspause? Mittagspause? Fragen Sie doch Dr. Haller. Verena, kannst du mir mal helfen? Na klar. Heute Nacht habe ich gedacht, Mama ist da. Sie kommt oft nachts noch mal in mein Zimmer. Dann streicht sie mir über den Kopf und sagt mir ganz leise, dass ich der wichtigste Mensch in ihrem Leben bin. Das tue ich manchmal auch bei meiner Tochter. Aber sie war nicht da. Dann habe ich Mama angerufen. Auf dem Handy. Sie geht sonst immer ran. Ich werde nachher auch noch mal versuchen, deine Eltern zu erreichen. Ich bin jetzt unrein. Gott will nicht, dass Mama und Papa herkommen. Was sollen sie machen? Ich kenne mich mit eurem Glauben nicht aus, aber ich bin mir sicher, sie vermissen dich genauso wie du sie. Mama und Papa haben ihnen bestimmt gesagt, dass sie mir das Blut nicht geben dürfen, oder? Und trotzdem, warum? Wir hatten bei der Operation keine andere Wahl, Judith. Du hättest es sonst nicht überlebt. Ich verspreche dir, dass ich versuchen werde, es wieder in Ordnung zu bringen. Wie denn? Warum haben sie mich nicht sterben lassen? Nicht schon wieder tauschen, das geht einfach nicht. Rosa, bitte. Du kannst den Dienst nicht tauschen. Sind Sie noch da? Wer? Ja, das sind doch Judiths Sachen. Ja, wer wohl? Herr und Frau Taller, Judiths Eltern. Das weiß ich doch nicht. Jetzt geh. Ja, sie hätten mich doch sofort holen müssen. Dr. Lang hat die Sachen dahingestellt. Dr. Lang? Hätten Sie das Zeug lieber in Ihrem Büro gehabt? Ja, warum haben Sie die Eltern denn nicht aufgehalten? Ich bin kein Familientherapeut, sondern Arzt. Und Sie auch, dachte ich. Vielen Dank für die Belehrung. Herr und Frau Taller waren bei mir.
Die Anwälte der Sekte werden sich mit dem Jugendamt in Verbindung setzen und die Angelegenheit klären. Im Übrigen, Herr Professor, ich hätte einen Termin bei Ihnen. Für ein Perspektivengespräch. Zeitnah, wenn es geht. Er hat ja recht. Damit, dass wir keine Therapeuten sind. Sag mal, sollen wir daneben stehen und zusehen, wie dieses kleine Mädchen seine Eltern verliert? Sag mal, diese Veranstaltung, die findet doch heute bei Patrick statt. Ich freue mich über die Vielzahl an Brüdern und Schwestern, die den Weg an diesen ungewöhnlichen Ort gefunden haben. Und sie wissen, wie es bei uns geschrieben steht. Der Weg ist das Licht. Das Licht ist der Weg. Natürlich ist das mit dem Mädchen scheiße. Aber im Grunde ist es doch eine prinzipielle Frage, wenn nicht gar eine politische. Ja, oder der Menschlichkeit, aber sei mir nicht böse, dazu fehlt mir gerade die Muße. Und ich freue mich, dass Sie alle anwesend sind. Und so nehmt Platz und lasset uns im Namen des Herrn beginnen. Ich muss mit ihm reden. Es ist wichtig. Jetzt. Was will diese Frau hier? Er scheint nicht zu wissen, dass im Garten des Herrn Platz für alle Geschöpfe ist. Sie stören unseren Dienst am Herrn. Bitte gehen Sie, oder ich muss Sie entfernen lassen. Hier wird niemand entfernt. Das ist immer noch mein Restaurant. Ist das klar? Wir können draußen an der Treppe reden. Wir haben Ihnen aber nichts zu sagen. Aber ich Ihnen. Wissen Sie, was die schlimmsten Momente in meinem Beruf sind? Kommen Sie. Eltern mitzuteilen, dass ihr Kind sterben wird. In diesen Menschen bricht in diesem Moment alles zusammen. Und sie können sie nicht trösten. Was sollen sie auch sagen? Ein Kind zu verlieren ist grauenvoll. Warum lassen Sie uns nicht in Ruhe? Wenn Judith bei der OP verblutet wäre, dann hätten sie sie verloren. Dann hätte ich vor ihnen gestanden und alles andere ist nicht dasselbe, weil sie die Wahl haben. Unser Glaube lässt uns keine Wahl. Nur Krankheit und Tod lassen uns keine. Es geht nun auch um unseren Platz im Paradies. Ja, vielleicht müssen Sie für Judith auf Ihren Platz im Paradies verzichten. Möglicherweise. Aber Sie haben diese Chance. Und dann? Wir leben nicht für diese Welt. Nein! Hier, in diesem Augenblick doch. Wie geht es Judith? Nicht Kai, dieses Kind. Sie vermisst ihre Eltern. Ich gehe da jetzt wieder rein. Ja. Sagen Sie Judith, sie ist in meinem Herzen. Ich? Machen Sie das selbst. Was willst du? Bist du krank oder warum warst du nicht da? Ist auch egal. Aber damit eins klar ist. Wenn du morgen oder wann auch immer jemand aus der Schule von dem peinlichen Auftritt meiner Eltern erzählst, von wegen Pippi und so, dann hast du so ein Scheißpflaster im Gesicht. Das schwöre ich dir. Wie war's denn, hä? Habt ihr euch bestimmt totgelacht? Pam und ihre Zwergenmutter. Oder Leute, der Zirkus ist in der Stadt. Ich kenne die Sprüche. War bestimmt ein Riesenspaß. Was? Du hast deshalb blau gemacht? Ich hab niemandem was erzählt. Solange du deinen Mund hältst, halte ich auch meinen. Schon krass, deine Mutter. Die ist schön. Jawohl. Vielen Dank, Wiederschauen. Danke, Wiederschauen.
Ja? Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Ich bringe Sie jetzt zu Ihrer Tochter. Kommen Sie mit. Judith. Wie geht es dir? Judith. Ihr habt mich im Stich gelassen. Ich weiß, wir kommen ein bisschen spät. Dafür würden wir uns gerne entschuldigen. Es tut uns leid. Nicht wahr, Luise? Weil mein Blut jetzt unrein ist. Das Wichtigste ist, dass du erstmal gesund wirst. Alles andere, das sehen wir, wenn wir da sind. Ich kann das nicht. Dieser Weg, da führt in Dunkelheit und Finsternis, Kai. Mama. Wir gehören zusammen, Luise. Egal, wohin uns dieser Weg führt, wir müssen ihn zusammen gehen. Verliert er seinen Schrecken. Ach, ich schütze euch. Mama. Oh, Frau Taller. Sie doch mal stehen, bitte. Es war ein Fehler. Das Leben ist voller Prüfungen. Und nur wer sie besteht, findet die Gnade unseres Herrn. So steht's nun mal geschrieben. Darf ich? Was ist los? Hör mal auf zu zicken. Ich habe heute Nachtdienst. Ich dachte, wir könnten... Ich muss nach Hause. Ah. Entschuldige, haben wir ein Problem? Ich habe Hunger, das ist alles. Gut. Ich will auch noch was essen. Also? Wenn das eine Einladung sein soll, in 2 Minuten unten an deinem Auto. Na, Ben. Ich wurde gerade zum Essen eingeladen. Wow. Alles okay? Haben wir gleich eine schöne Zeit für uns, ne? Mayo oder Ketchup? Beides, machst du beides, Peter. Machst du 50 Cent? Was? Was verloren? Ja. Mein Autoschlüssel. Hab ihn. Oh, alles okay? Ja. Ja, dann. Ciao. Soll ich Sie irgendwohin mitnehmen? Ach so, nee, danke. Ich bin mit dem Fahrrad da. Ich bin mit dem Fahrrad hier. Wir suchen den sicheren Hafen. Wir wollen anlegen, an Land gehen und sagen... Hallo, hier bin ich. Und nimm mich, wie ich bin. Hallo. Komm, jetzt sieh mich bitte nicht so an. Es war ein Fehler mit der Sekte. Ja? Du hattest recht. Ah ja. Und, sind wir jetzt zufrieden? Komm, jetzt lass mich bitte nicht zu Kreuze kriechen.
ließ ja durchaus seinen Reiz hätte. Möchtest du was trinken? Da sage ich nicht nein. Doch auch wenn man den Hafen erreicht, bedeutet das noch lange keine Sicherheit. Zum Wohl. Wir können niemals sicher sein, dass nicht von irgendwoher ein Sturm aufzieht, der so gewaltig sein kann, dass er uns den Boden unter den Füßen nimmt. She's a big, big girl in a beautiful world. And the world.